Hallo hier meine Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne einen Bluetooth-Lautsprecher vorstellen und zwar von der Firma Arispark. So kam er jetzt bei mir an, ein bisschen unüblich in einer Tüte verpackt und ich habe gemerkt, hier ist nochmal ein Karton und nochmal was davor, deswegen habe ich es mal so gelassen und ich würde sagen, wir packen das Teil jetzt einfach mal aus. So. Komm, geh auf, Junge. So. Ja, wir haben hier nochmal eine Verpackung. Ich habe schon gedacht, da wäre eine Tasche drin oder sowas, aber nö. So. Okay, so sieht das Ganze also aus. In einer Folie ist das Ganze hier nochmal verpackt. Reißen wir das Ganze mal auf. Hoppla. Also die Verpackung ist ja wirklich ordentlich grün, muss man ja sagen. Snapchat-Funktion, also wir können hier, also der Lautsprecher hat auch einen Auslöser für Fotos und Videos und so weiter. Dual-Core for Avoiding Distortion und so weiter. Wir haben hier zwei Lautsprecher mit 3,5 Watt, Low Power Consumption und so weiter, also Wiedergabedauer von 12 Stunden, Hands-Free Call, also eine Freisprechfunktion ist hier mit eingebaut, 1700 mAh. Und wir können hier auch über eine Micro-SD-Karte MP3s und sonstige Formate auch abspielen und supportet auch NFC. Ja, diesen Lautsprecher gibt es in Schwarz, Türkis und Grün. Und ich würde sagen, wir packen das Teil jetzt hier einfach mal weiter aus. So sieht es aus. Ah, sehr schön. Also für eine Präsentation ist es ja wirklich sehr schick, muss ich ja sagen. Sieht sehr geil aus. Ja, packen wir das Teil aus. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. Okay, dann auf mit der Verpackung. Okay, das Ganze machen wir also hier vorne einmal auf. Dann legen wir erstmal den Lautsprecher zur Seite. Was haben wir hier? Ein USB-Kabel und zwar ein Micro-USB-Kabel. Und eine Bedienungsanleitung. AS200 heißt hier das Modell. In Englisch gehalten. Damit sollte man eigentlich klarkommen. So sieht das Ganze hier aus. Gut, dann schauen wir uns nochmal den Lautsprecher an. Der ist hier richtig fest drinne. Sehr gut. Hier haben wir ein bisschen Schaumstoff. Okay. Ja, Freunde, so sieht also der Lautsprecher aus. Ich habe ihn mir ja komplett in Schwarz geholt. Gibt es in Türkis und Olivgrün. Mir gefällt er allerdings in Schwarz wirklich sehr gut. Optisch kann man auf jeden Fall nicht klagen. Und vom Gewicht her ist es auch in Ordnung. Und von der Handlichkeit passt es eigentlich auch. Wir haben hier zwei Lautsprecher verbaut. Und auf der Vorderseite haben wir einmal eine Metalloberfläche, sage ich jetzt mal. Und hier auf der Rückseite ebenso. Zwei Lautsprecher sind hier verbaut mit 3,5 Watt. Und auf der hinteren Seite befindet sich ein Radiator für die Bassverstärkung. Dann haben wir hier nochmal einen Karabinerhaken, der aus Metall besteht und hier hört sich leider der Verschluss nicht so schön an. Aber naja, was soll's. Dann haben wir hier einmal einen gummierten Ring, der fühlt sich sehr gut an. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass hier zum Beispiel die Schrift auch schräg aufgedruckt ist und dass die Löcher hier oben nicht so hundertprozentig sauber sind, wo die LED-Anzeigen sind und Mikrofon und so weiter. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier die Knöpfe durch. Hier oben haben wir nochmal Arispark stehen. Dann haben wir hier einmal den Bluetooth-Button bzw. den Freisprech-Annahme-Button, wie auch immer, den Auslöser für Fotos. Dann haben wir hier einmal den Zurück-Button, den Play-Pause-Button, den Vor-Button und den Ein- und Ausschalter. Und hier oben haben wir einmal die LED-Anzeige und hier haben wir auch eine LED-Anzeige für Bluetooth. Daran erkennen wir, ob Bluetooth eingeschaltet ist. Und hier bei der Batterieanzeige, da haben wir hier drei LEDs und da sehen wir halt den Status von der Batterie. Finde ich wirklich sehr praktisch. Meistens hat man ja nur eine LED und die blinkt dann halt irgendwann mal. Und hier sieht man dann ganz genau, okay, jetzt habe ich bloß noch die Hälfte. Und hier haben wir auch ein integriertes Mikro, hat ja eine Freisprechfunktion. Und ich würde sagen, wir verbinden jetzt einfach mal den Lautsprecher mit meinem Smartphone. Schalten wir das Gerätchen jetzt hier einfach mal ein. So sieht es aus. Bluetooth, beziehungsweise der Lautsprecher befindet sich jetzt im Pairing-Modus. Okay, holen wir mal mein Smartphone. So, dann müssten wir jetzt hier in den Einstellungen und den Bluetooth-Einstellungen, schalten wir mal Bluetooth ein. Ich habe ja hier das neue iPhone 6S und hier haben wir einmal Keyboard. Naja, AS200, da ist er auch. Verbinden wir uns einmal. Der Bluetooth unterstützt auch NFC.
Das heißt, ihr könnt euer Smartphone dran halten und das ist verbunden mit dem iPhone. Naja, NFC ist halt erstmal nur für Banking und so weiter freigeschalten. Und den Lautsprecher habe ich jetzt erfolgreich verbunden und ich würde sagen, wir testen den jetzt einfach mal aus. Machen wir jetzt einfach mal erstmal ein Video von mir rein. Okay, Google. Okay, Google. Sieht ein Sonnengruß aus. So, spulen wir das nochmal vor hier. Hallo hier meine Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne diesen Stand hier vorstellen für iPhone und iPad, den Hi-Rise von, wie hieß er doch gleich, 12 South. Und der Lautsprecher hört sich echt gut an. Raus, das iPhone. So Freunde, ich habe jetzt hier mal ein Mikrofon aufgebaut, damit ihr einfach mal den Sound hier hören könnt. Und ich würde jetzt sagen, ich spiele jetzt hier mal ein bisschen Musik ab und ihr horcht mal zu. Halbe Lautstärke, los geht's. So, ich stelle das Ganze mal ein bisschen lauter. Hallo, hallo, hallo. Hörst du mich? Hallo, ist er live? Ja. Hier ist der Dennis. Wie ist der Sound hier? Bitte? Sound? Ich probiere gerade die Freisprechfunktion von dem Lautsprecher. Wie findest du den? Ist ganz okay. Ist ein bisschen. Ja, erzählen wir aber ein bisschen mehr als hallo. Ja, und wie ist das Wetter so bei dir? Also, ich meine, hier ist es gerade arschkalt und. Ja. Dunkel und schön. Dunkel und eigentlich war heute schönes Wetter. Okay, und. Du nimmst dich gerade auf, oder? Doch, ich nehme gerade auf. Hörst du dich? Dann rufe dann nochmal an und warn mich vor. oder lass es drauf. Ja, lass mal drauf, scheiß drauf. Ich schneide da zusammen. Badezimmermäßig. Ja, mach das. Ja, okay, hörst du dich denn selber? Ich höre mich nicht selber, nein. Okay, weil das habe ich öfters in den Kundenrezensionen gelesen, dass die Leute sich auch selber hören und sowas. Aber wenn du dich jetzt nicht hörst. Ich stelle mal ein bisschen lauter, damit dich alle hier draußen auch hören. Richtig, so muss das sein. Du klingst etwas blechern, aber ansonsten bist du gut verständlich. Okay, also ich hocke ja auch gerade so 20 cm in etwa von dem Lautsprecher weg. Ist okay, ja. Oder? Ja, ist okay. Also man kann dich gut verstehen. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für den Test. Der Lautsprecher hat eine hervorragende Wasserfestigkeit nach IPX4 Standard, perfekt für Badezimmer, Dusche etc. Und ich habe das auch getestet und es funktioniert hier wirklich einwandfrei. So, bevor wir zum Fazit kommen, wollte ich euch nochmal die technischen Daten euch hier zeigen. Da könnt ihr ja mal kurz pausieren, wenn ihr wollt. Aber kommen wir direkt zurück zu dem Lautsprecher und der Lautsprecher, der ist wirklich top. Der ist meiner Meinung nach sogar besser wie der Anker, den ich getestet habe. Und ich hatte ja schon einige Lautsprecher da, den JBL, den Easy Egg und so weiter. Reviews findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich muss wirklich sagen, der Lautsprecher hat mich wirklich überzeugt. Von der Verarbeitung her könnte er dennoch ein bisschen besser sein. Vom Sound her ist er wirklich klar. Bass, mein lieber Scholli, ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Der ist nämlich so gut, dass der Lautsprecher hier anfängt, sich zu bewegen und so weiter. Und das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt anbringen muss, weil er bewegt sich nämlich und wenn ihr den an der Kante stehen habt oder sowas, achtet bitte darauf. Wir haben hier einen Karabinerhaken, kostet momentan auf Amazon 36 Euro. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Die Wiedergabe über Micro-SD-Karten ist auch gar kein Problem. Die Karte einfach reinstöpseln, das Gerät erkennt die Karte, Play drücken und das war's. Und mit der Vor-Zurück-Taste, wenn ihr da länger drauf drückt, könnt ihr auch die Lautstärke regeln. Mit 3,5 mm müsst ihr halt hier einmal den Modus wechseln, aber auch kein Problem, genau in der Anleitung hier beschrieben. Und der Lautsprecher ist wirklich top. Tja, was soll ich jetzt noch großartig sagen? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn das Video euch geholfen hat, informativ war, lasst doch ein Däumchen da, würde uns sehr freuen. Abonnenten sind natürlich gerne gesehen. Und ich bin jetzt mal raus. Bis dann. Ciao.